So, hola amigos, willkommen. Hey Rico, das wird dir gefallen. Was jetzt noch, Mario? Einer von den Ravelos-Wissenschaftlern will vielleicht überlaufen. Na, endlich mal gute Neuigkeiten. Wir treffen uns in Lantuina und halt den Ball flach, bis ich da bin. Gut. Kein Problem. Ich bin ein Meister der Raffinesse. Sehr schön. Gut, dann schauen wir uns mal um auf der Karte. Wo wir denn da jetzt hin müssen? Lantuina. Die Soros. Nein. Lantuina. Nein. Vigilator Nord. Da. Gut, also brauchen wir neben diesem fahrbaren Untersatz erstmal einen flugfähigen Untersatz, würde ich sagen. Oder ein Boot. Boot wäre natürlich auch mal interessant. Hat man ja meines Wissens noch gar nicht. So. Boah, filmreif gedriftet. Also, nee. Gut, da ist der Hafen. Du ahnst nicht, wie gut das für die Moral der Truppe ist. Gut. Kein Boot da. Ungünstig. Dann müssen wir uns halt eins kapern. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Wie jetzt? Das klingt alles etwas. Was machen die hier? Entschuldigung, aber ich muss kurz ihr Fahrrad. Ein guter Tag zum Schwimmen. Si, senor. Guter Tag zum Schwimmen. Si, senor. Mal schauen. Also aus der Bucht raus und dann hat ja die Izel entlang schwimmen. Den kriegen wir. Ach, verdammt. Okay, ihr seht, wir sind nicht ganz so schnell wie mit dem Heli. Aber das sollte uns ja nicht stören. Denn wir können ja hier dafür lustig mit dem Boot hin und her fahren. Hendrik ist übrigens gar nicht so. Aber auch nicht so scheiße. Sollte euch das interessieren, so wie es hier so komische Container haben. Und einfach mal so am Rand, ihr habt es ja bestimmt mitgekriegt. Ich hatte eine kleine Schaffenskrise. Und daher habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass wir mehr Hauptquests machen werden. Halt die Story erstmal durch, die würde sowieso überall ein bisschen lang führen. Und das Spiel muss ich nicht unbedingt auf Platin schaffen. Also reicht uns hier die Hauptstory. Es wird sowieso lang genug gehen, sind wir ganz ehrlich, bei meinen Schutzskills. Ja. Ich sag mal nicht mehr dazu. Und schön sieht's ja trotzdem aus. Können wir uns ja mal so umschauen. Hat schon was im Film rein. Kamerafahrt war jetzt übrigens ganz automatisch, also er bringt sich immer ganz eigenständig zurück in die andere Position. In der Provinz Lagos. Und Neon ist bestimmt außenrum. Ja. Ich dachte es doch schon. Oder war hier oben der Eniport? Wir könnten natürlich auch. Fällt mir gerade so ein, das wäre vielleicht eine interessante Möglichkeit für uns mal für ein bisschen Abwechslung. Na, habt ihr schon eine Idee, auf was für eine verrückte Idee der Mann schon wieder gekommen ist? Ha! Genau. Ich bin persönlich für einen kleinen Rebellenabwurf. Und zwar. Nee, Seefahrzeuge wollen wir nicht, Militärfahrzeuge. Ganz nett, aber wollen wir auch nicht. Wir wollen einen. Oh, Flugzeuge. Nein, wir wollen einen Helikopter, nämlich den Urga Postolka.
und zwar nach da. Der hat nämlich auch ein bisschen Feuerkraft, falls wir den brauchen sollten. So, da kommt er auch schon. Rico, ausschlachten geht nicht. Aber wir besorgen die Pläne, wenn du Vis Elektra befreist. Eine uns nicht freundlich gesinnte Region. Also müssen wir auch wieder aufpassen, dass wir nicht ein bisschen in Flakbeschuss geraten. So, ja. Sorry. Das Spiel trieb. Moment. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie! Alle guten Vorsitze. Au, au, au. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ich glaube, ich will den. Dich wird niemand vermissen. Nein, ich muss raus hier. Ich muss raus. Yeah. Die Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Ja. Naja, seht ihr, haben wir doch schon etwas für Unmut gesorgt. Schöner Einstieg ins Spiel wieder, muss ich sagen. Na komm, ein bisschen halten wir uns noch unter Luft. Luftunterstützung ist unterwegs. Au, ach, Sie fuck. Verloren. Na gut. Ja. Aber wir nähern uns dem Ziel. Der große Heli, der war schon nett, muss ich mal so sagen. Au. Hey, der war... Danke. Genau. Und weil das jetzt so subtil war. Wir mal, was das jetzt hier. Ah, oh, guter Mann, danke. Und ich war nicht mal auf der Tanzschule, ob Sie es glauben oder nicht, hä? Und jetzt passen Sie auf. Dieser Hüftschuh, ich versteck mich in aller Öffentlichkeit. Gut, was? Alter. Also dein Hüftschwung ist noch ausbaufähig. Hier stehen viele Militärfahrzeuge rum. Ich glaube, ich leih mir eins aus. Bereit? Du willst, dass ich mitkomme? Wir werden nicht Frigo und etc. ohne Mario Frigo. Ja, gut. Klauen wir ein Militärfahrzeug. Vielleicht ein gepanzertes, aber keinen Jet oder Helikopter. Mir ist noch ganz schummrig von meinem Hüftschwung. Hey, und kein Panzer. Ich habe ein bisschen Platz sonst.
Na gut. Also einen, keine Ahnung, gibt es Truppentransporter mit Raketenwerfern oder irgendwie sowas? Hätte ich mehr so Bock zu. Keine Ahnung. Verrückter Hund. Mario, ein Militärfahrzeug bringt. Wo sind die jetzt hin? Hier war eine Lade. Schlitten gefällt mir. Er ist zwar nicht gepanzert, aber die Kunstledersitze sind sauber drin. Mein Plan, die Seiten zu wechseln, wurde aufgedeckt. Ich brauche Personenschutz. Sende jetzt meine Position. Dima sagt, der Typ ist wichtig. Lassen wir ihn nicht sterben. Ich tippe mal ganz stark, das heißt der. Niemand arbeitet gern für die Ravello. Außerdem hat ihm Dima 5 amerikanische Dollar versprochen. 5 Millionen? Dr. Sino Antificada aus Tiravellos Bavarium-Abteilung. Wo finde ich den bewaffneten Widerstand? Ich habe vor, überzulaufen. Sind Sie mein Begleitschutz? Sein Begleitschutz? Ich bin Rico Rodriguez. Das ist Mario Frigo. Bondi. Mario, hol den Wagen. Sino, können Sie einen Helikopter fliegen? Ja, wenn es sein muss. Dann können die auf 2 Ziele schießen.
Ziele? Die Ziele? Was? Schön. Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt mit dem Auto? Oder wir fliegen jetzt beim Helikopter mit? Meine Kollegin Dima hat versprochen, sie würde meine Flucht in die USA arrangieren. Ich brauche ein Haus in Alleinlage und... Ach schön, er hat schon mal... Also wir werden nicht sterben. Rektol-Modus habe ich das Gefühl. Wir haben den Wissenschaftler verloren. Sino ist tot. Oh, das ist nicht gut. Ja. Wir müssen das noch ein bisschen üben, habe ich das Gefühl. Und dass ich das Auto im Gebe setzen kann, das hätte ich vielleicht auch etwas eher zur Kenntnis nehmen können. Gut. Aber ich würde sagen, wir sehen das im nächsten Teil, wie ich es wieder probiere und vermutlich wieder versagen werde. Bis gleich!